aber die Leute, hier kommt die Ausstellung von VfL Wolfsburg mit der Nummer 25, Milo, mit der Nummer 4. Das ist keine Halle, das ist ein Fußballstadion. Und da sitzen wir, Manni Breukmann und Frank Buschmann, und wir sagen Hallo. Und das ist saukalt hier, unfassbar. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und wenn ich mich hier so im Stadion umschaue, die Daunenjacken regieren ganz eindeutig. Und das ist richtig so, es ist saukalt. Buschi, wie schätzt du die heutige Gastmannschaft ein? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel. Und das heißt Meister. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und nun Salihovic. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball im Tor aus, Abstoß. Hasebe. Beck. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Sicher in der Ballbehandlung. Ja, da kommt was auf uns zu. Polanski. Gute Idee. Und das macht er richtig gut. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Und nun Salihovic. Olic. Und der kommt genau an. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Polanski. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Der Schiedsrichter sagt Handspiel. Muss er denn da die Hand nehmen? Ich glaub's nicht. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Schäfer. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Ein sehr schöner Pass. Christian Tresch am Ball. Da freut sich der Trainer. Oh, aber er kann den Ball... Unglaubliches Tor! Der Keeper hat ein gutes Auge, aber diesen Ball hat er vielleicht gar nicht gesehen, glaube ich. Ja, und da sind wir wieder bei der Bedeutung des Schnees hier. Ja, das ist ein Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen, das ist gepatzt. Dem Stürmer auf dem Tablett das Tor serviert. Und nun Salihovic. Polanski. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Christian Tresch am Ball. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ein wunderschönes Zuspiel. So sieht ein Pass aus. Schade, gut gedacht.
Tobias Weiß. Perisic. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Und jetzt starten sie ihren Konter. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz, der Konter. Aber jetzt ist es vorbei. Polanski. Und Achtung, genau hingeschaut. Die Möglichkeit. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Beck. Tobias Weiß. Olic. Was wird er heute bringen, Frank? Die klassische Anspielstation. So musst du vorne drin im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Roberto Firmino. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das sieht gut aus. Tja. Da scheint keiner vorbeizukommen. Stark gemacht. Diego. Ja, so kann es weitergehen. Und jetzt ins Tor. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Diego. Sicher in der Ballbehandlung. Und das macht er richtig gut. Sofort abgezogen und ist drin. Jetzt müssen Sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Ja, wenn man dann nochmal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Tobias Weiß. Ah, das sieht nach einer komfortablen Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Jetzt sind die anderen alle vorne, Chance für einen Konter. Ja, tolle vorbei der Konter, was willst du machen? Per Kopfball. Polanski. Und der kommt genau an. Ein sehr schöner Pass. Nicht getroffen. Seine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Christian Tresch am Ball. Er pflügt und ackert, er hämmert und hackt auf dem ganzen Platz. Beck. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Achtung, Kopfball.
Klare Entscheidung, Ecke. Toll, wie er das macht und... Und nun Salihovic. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Und nun Salihovic. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Beck. Diego. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ein Traumpass. Ja, abgeblockt. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Roberto Firmino. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und nun Salihovic. Und hier ist exakt ausgerechnet die Statistik des Ballbesitzes. Gut abgefangen hat er da den Ball. Da freut sich der Trainer. Ein wunderschönes Zuspiel. So sieht ein Pass aus. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Eine gute Position für einen, der über einen weiten Einwurf verfügt. Handspiel unterbunden vom Referee. Perisic. Das sieht gut aus. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Stark gemacht. Wo ist die Schwachstelle in der gegnerischen Abwehr? Kopfballchance. Neben das Tor. Logisch, das muss Eckball geben. Versucht's per Kopf. Der musste einfach passen. Eieieiei, war das eng. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Schäfer. Christian Tresch am Ball. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Es muss Einwurf geben. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Jetzt schießt er und genau auf den Keeper.
Schäfer. Christian Tresch am Ball. Er attackiert ihn, er will den Ball. Was sagt er? Und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Und nun Salihovic. Christian Tresch am Ball. Gibt einen Wurf. Und nun Salihovic. Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei.